Keine Frage, meine Damen und Herren, die heutigen US-Verbraucherpreise, die Inflationsdaten, die waren das, worauf der Markt geschaut hat und die kamen ziemlich genau wie erwartet. Da haben sich viele gedacht, oh, hätte schlimmer kommen können. Daraufhin die Aktienmärkte erstmal mit einem Sprung nach oben, DAX sogar auf ein neues Allzeithoch, Dow Jones weiter stark, aber Nasdaq zum Beispiel und Small Caps, die sind nicht mehr so stark und vor allem auch die Junk Bonds sind nicht mehr so stark und das ist praktisch so eine Art Kanarienvogel in der Kohlmine. Also ein Frühwarnsystem, das sagt, ja, die Fed wird so oder so tapern, auch wenn die Inflation jetzt nicht heißer war, als das zu befürchten stand. Und warum das so ist, das will ich im Einzelnen mal zeigen. Aber fangen wir zunächst mal an mit den heutigen Daten. Die Commerzbank hat hier unten mal einen Chart, wo man all diese super heißen Komponenten mal rausgerechnet hat. Und diese super heißen Komponenten, die waren ja vor allem Flugtickets, Gebrauchtwagen, diese Sachen, die mit Reopening der Wirtschaft erstmal stark angezogen sind. Und wir sehen, da sind die Dinge ein bisschen abgekühlt. Die sind also nicht mehr so dramatisch. Aber, und jetzt kommt das große Aber, andere Dinge, die dauerhafter sein werden, als etwa die sehr stark ansteigenden Preise für Gebrauchtwagen, die werden jetzt erst anfangen, richtig durchzustarten und damit solche heißen Faktoren, die jetzt abkühlen, mindestens wieder ausgleichen. Und genau das ist das große Thema. Zum Beispiel, wie Herr Goldman Sachs zeigt, wir erwarten massive Anstiege der Mieten. Shelter praktisch dürfte dann als wichtiger Faktor weiter anziehen. Wir sehen auch, dass zum Beispiel neue Fahrzeuge nochmal angestiegen sind. Food and Beverages 0,7%. Used Cars and Trucks nur noch plus 0,2%, aber insgesamt gilt das, was Sie hier oben als Headline sehen, die Transitory Items, Gebrauchtwagen, also diese Dinge, die wirklich mit Reopening zu tun haben, die normalisieren sich, während die sogenannte Sticky Non-Transitory Items, also Shelter Inflation zum Beispiel, nach oben gehen. Also es findet ein Ausgleich statt. Das, was da irgendwo ein bisschen abkühlt, das wird abgelöst durch eher dauerhafte Faktoren, die dann ein bisschen heißer werden. Und warum das so ist, werden wir gleich sehen. Jedenfalls Energie ist natürlich der maßgebliche Treiber dieser ganzen Inflation. Hier mal die verschiedenen Bereiche, Food, alle Sachen ohne Energie. Da hält sich das noch in Grenzen, kommt aber langsam. Energie ist bisher der Treiber. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum die Biden-Regierung heute überraschenderweise bekannt gegeben hat, oh, wir wollen ein bisschen Druck auf die OPEC Plus machen, die müssen mehr fördern einerseits und andererseits will man auch untersuchen, ob es da nicht zu Absprachen gekommen ist durch Kartelle in Sachen Benzinpreise in den USA, die ja stark gestiegen sind. Und die Biden-Administration will eines nicht. Man schüttet in die Leute Helikoptergeld hinein und dann landet es wieder an der Zapfsäule. Das ist nicht Sinn der Sache. Dementsprechend will man ein bisschen Druck machen und von daher die Energiepreise, die Benzinpreise vor allem ein bisschen nach unten bringen. Aber kommen wir nochmal zu diesen dauerhafteren Faktoren in Sachen Inflation. Wir sehen ja, dass die Home Prices, die US-Hauspreise deutlich gestiegen sind. Das alles aber sich noch nicht niedergeschlagen hat in der sogenannten Owner's Equivalent Rent, also praktisch das, was äquivalent zu den steigenden Hauspreisen an Miete gezahlt werden müsste. Und das ist ein sehr, sehr großer Faktor, der sehr große Gewichtung haben wird. Das ist 25% der gesamten Inflationsberechnung, CPI, also ein Viertel alleine. Das ist also ein richtig starker Brocken. Und wir sehen hier auch nochmal, dass das gerade erst beginnt, jetzt nach oben zu gehen, dass wir also hier locker einen Ausgleich haben werden in Sachen Inflation, auch wenn diese Reopening-Sachen sich ein bisschen wieder normalisieren. Und dazu kommen dann auch noch gestiegene Löhne. Und das deutet sich hier an, Nordea hier in dem unteren Chart etwa. Frühindikator für das, was zum Beispiel Unternehmen sagen in Sachen Lohnentwicklung. Da sehen wir einfach, dass die Löhne jetzt weiter nach oben ziehen und das wird dann mindestens das ausgleichen, was sozusagen an diesen vorher heißen Faktoren dann sich wieder erledigen wird. Und jetzt hat heute interessanterweise Esther George, die Chefin der Kansas Fed, gesagt, also jetzt ist die Zeit gekommen, damit wir anfangen, die Geldpolitik zu verändern. Ballard hatte gestern schon gesagt, ja, September wäre ein guter Zeitpunkt. Es läuft alles darauf hinaus, dass im September praktisch die Fed ankündigen wird, wir werden jetzt die Anleihekäufe etwas zurückfahren. Damit wird ja weiter Liquidität in die Märkte gespült, aber eben etwas weniger. Das liegt
weniger an der Inflation wahrscheinlich, dass die Fed jetzt wirklich mal Tacheles redet und bald damit anfangen wird, sondern es liegt wahrscheinlich an dem, was wir auch gestern gesehen haben, die Jobs, die Job Openings, also praktisch die neu angebotenen Stellen oder die angebotenen Stellen. Und die sind mit über 10 Millionen deutlich mehr, als es überhaupt Arbeitslose gibt in den USA. Der Arbeitsmarkt, der verdichtet sich also. Es wird immer schwieriger für viele Unternehmen, Arbeitskräfte zu finden. Das ist die Voraussetzung für Lohnsteigerungen. Das hat auch die Fed realisiert. Dementsprechend werden die heutigen Inflationsdaten wahrscheinlich nicht viel an der Absicht der Fed ändern können, zumal wenn es die nächsten Arbeitsmarktdaten stark ausfallen sollten. Und es gibt erste Märkte, die schon reagieren. Wir sehen hier etwa die sogenannten Junk Bonds, also Schrottanleihen könnte man sagen, Unternehmensanleihen mit, naja, überschaubarer Bonität könnte man sagen. Hier sind die Renditen deutlich gestiegen auf jetzt 4,1%. Das ist immer noch sehr, sehr niedrig. Aber es ist ein ziemlich deutlicher Anstieg, den wir hier sehen, und Tom McLaren hat das mal aufgezeigt. Wir sehen hier, dass die High Yields ein bisschen schon abkühlen, dass also die Renditen steigen. Die Preise dieser High Yield Bonds fallen, die Renditen steigen, und Tom McLaren sagt richtigerweise, die sind wie so eine Art Kanarienvogel in der Kohlemine. Sie erinnern sich ja vielleicht, oder die Jüngeren wahrscheinlich nicht, aber Ältere wissen das noch. In dem Bergbau hat man einst Kanarienvögel eingesetzt, weil die eine Art Frühwarnsystem waren. Wenn die Sauerstoffversorgung knapp wurde, dann haben die praktisch Alarm geschlagen, und so sind die Kumpel dann noch schnell rausgelaufen. Kann man übrigens im Harz alles noch wunderbar besichtigen, solche Sachen. Jedenfalls, die sind so ein bisschen ein Frühwarnsystem, ein Kanarienvogel in der Kohlemine, was Verknappungen betrifft, zumindest eine Verknappung der Liquiditätszufuhr. Ein schönes Bild, wie ich finde. Und insgesamt sehen wir, wenn die Kosten so massiv steigen für die Leute, dann ist meistens eine Rezession nicht mehr weit weg. Hier mal dunkel gestrichelt. Rezessionen. Und wir sehen, wenn die Preise bestimmte Niveaus überschreiten, dann bremst das die Wirtschaft deutlich aus. Das ist ein interessanter Punkt, wie ich finde. Und gebremst werden derzeit auch schon Fluglinien wegen Corona. So hat heute etwa die Southwest Airlines gesagt, ja, wir müssen unsere Forecast, unsere Guidance, unseren Ausblick revidieren, nach unten revidieren. Wir werden wahrscheinlich auch im dritten Quartal nicht profitabel sein, wegen der Delta-Variante. In Florida sind die Krankenhausbetten schon knapp, also es ist etwas, was nicht so schnell vorbeigehen wird, das hat man sich anders vorgestellt. Das könnte natürlich ein Bremsfaktor für die Wirtschaft sein, der vielleicht die Fed auch nochmal umstimmt. Mal sehen, aber auch in China laufen die Dinge nicht mehr so gut. Hier eine Meldung, die Wissenschaftler oder Ökonomen erwarten, dass im Juli das Wachstum wegen dem extremen Wetter, da gab es ja auch massive Überschwemmungen, und Covid 19 doch schwächer sein wird, und wenn Experten davon ausgehen, dann können sie davon ausgehen, dass die Zahl gerade ausgewürfelt wird, wie das Wachstum jetzt dann ausfallen wird. Also wir dürften dann also bald schlechtere Daten aus China sehen. Und Corona natürlich das große Thema, der große Gewinner ist BioNTech, deutsche Erfolgsgeschichte, aber leider nicht im DAX, hat auch keine Chance in den DAX zu kommen. Warum das so ist, können Sie folgendem Artikel von Wolfgang Müller entnehmen, den ich Ihnen wieder unter das Video packe. Dritte Impfung etc., also die Perspektiven scheinen geradezu großartig, aber es hilft eben nicht dem DAX, trotzdem ist er heute auf ein neues Allzeithoch gestiegen. Und abschließend hat gestern ja Scholz gesagt, ja, gibt ja 2 Millionen Geimpfte inzwischen, niemand ist ein Alien geworden. Das stimmt, lieber Olaf, aber manche werden dann offenkundig auch ziemlich vergesslich haben, massive Gedächtnislücken, so wie unser Kanzlerkandidat Olaf Scholz in Sachen Cum-Ex und vor allem Wirecard. War der da schon geimpft damals? Ich glaube nicht, gell? Aber mit der Impfung vielleicht wird die Erinnerung dann wieder aufgefrischt. Wir wissen es nicht genau. Also, das ist der Stand der Dinge. BioNTech, warum die nicht in den DAX kommen, unter dem Video. Ansonsten einen wunderschönen Feierabend. Ich sage Servus und Ciao.